Shirin und Florian haben sich in der letzten Zeit bei Sturm der Liebe immer mehr angenähert. Allerdings weiß Shirin auch, dass ihre beste Freundin Maya noch immer Gefühle für den Förster hat. Deshalb sagt sie nur zögerlich zu, als er sie zu einem netten Abendessen einlädt. Beim anschließenden Filmschauen schläft Florian ein und Shirin kann sich nicht mehr zurückhalten. Wird sie den schlafenden Florian küssen? Währenddessen trifft Hannes auf Cornelius, der ihm sogleich bekannt vorkommt. Ohne große Überlegung verrät ihm Maya anschließend, dass Cornelius ihr Vater ist und unerkannt am Fürstenhof arbeitet. Wie Hannes auf diese Offenbarung reagiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.